Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Skyrim Legend Edition. Und nicht mehr in Enderal. Nein, wir haben Enderal hinter uns gelassen. Wir sind jetzt wieder in Himmelsrand. Und ja, was soll ich dazu sagen? Wir sind in Himmelsrand. Wir haben 200 Folgen Enderal hinter uns. Und es war nur eine Mod. Und ich freue mich, wie nichts anderes, darauf wieder nach Himmelsrand einzutreten. Und ich finde, das Krasse ist hier, der Spielstand vom 5.6.2016. Ich dachte, das wäre ein Verlorener, aber nein. Ich habe mir den ja kurz angeguckt, deswegen ist hier ein Spielstand von heute. Guckt euch das an. 13. Januar, 5. Juni. Da, puh, 1,5 Jahre haben wir Enderal gespielt. Nicht mehr Skyrim. Das ist so, das ist schon echt krass. Das ist schon echt krass, muss man einfach mal so sagen. So, und jetzt hoffe ich, dass das hier klappt mit dem, dass das Spiel nicht abstürzt, weil, ha, das macht Skyrim ja gerne. Ich wüsste gerne, kann ich hier irgendwo rein? Ja, ich weiß. Weil wir wissen ja auch alle, innerhalb von Gebäuden geht es meinem gemoddeten Skyrim immer besser. Serana sieht irgendwie komisch aus, das muss ich auch noch irgendwie fixen. Hallo Schönheit. Ach so, warte mal, ich trage das Amulett, ne? Ja. La Cure de la Mer. Nicht das die Bella Ding. Wieso bin ich nur halb existierend? Man weiß es nicht. So, scheinbar habe ich nur oben und links einen Spam, aber ich freue mich, wieder Skyrim spielen zu dürfen. Und, ja, ich würde sagen, gehen wir ins Tagesprogramm und machen mal irgendeine Quest, your blood on the ice. Winterham is plagued by a shadowy killer. I've been asked to opt and investigate the latest murder. Look for the clues. Ja, 200 Folgen Enderal hinter uns. 1000 Folgen Skyrim liegen noch vor uns. Ich würde sagen, gehen wir mal rüber. Das sieht alles so anders aus. Okay, das ist eine Quest ohne Questmarke. Das ist blöd, das will ich nicht. Ja, das sieht doch auch gut aus. I should try and find the researchers Aletheus mentioned in his note, the Cover Storms Journal. Da. Das sieht doch nach was aus, was man machen kann. Das ist halt einfach so anders jetzt. Das ganze Spielerlebnis ist komplett anders als Enderal. Ich brauche wahrscheinlich so die ersten, keine Ahnung, 10 Folgen, schätze ich mal, wo ich wirklich hier diesen Wandel wieder machen muss. So wie damals ja auch am Anfang von Enderal, ganz klar. Ich meine, es hat gravierende Unterschiede. Es ist eigentlich dasselbe Spiel. Es ist ja nur eine Mod gewesen. Aber das Level-System komplett anders. Dieses Schnellreisen, dass es Schnellreisen sein soll. Dass dieses Spiel einfach ständig abstürzt. Gehört auch dazu. Eine der Dinge, die ich am meisten hasse am Skyrim, am gemoddeten Skyrim. Äh.
Nee, also wirklich so viel anders einfach. Das Spiel hier wird richtig nochmal härter sein, aber das hat halt eine andere Schwierigkeit als Enderal. Enderal hat so eine abgefuckte. Die hier ist einfach nur schwierig. Weil ich sie mir auch natürlich so schwierig gestellt habe. So, jetzt weiß ich, das war immer ein bisschen blöd, wenn ich in Markart, glaube ich, selbst diese Burg oder so ging. Kann sein, das kann schon durchaus sein, dass das deswegen abstürzte. Hatte ich früher, glaube ich, auch das Problem, sonst muss ich irgendwie irgendwas anderes machen. Ich kenne die Probleme ja mit dem Abstürzen. Ich kenne meine ganzen Workarounds dagegen, ja. Es macht keinen Spaß. Es macht keinen Spaß. Es fängt direkt gut an. Mark hat dann lieber nicht. Muss ja eine andere Quest nehmen. Ja, dieser Wandel geht halt, braucht natürlich sehr lange, wenn ich die ganze Zeit abstürze. Das ist natürlich eher ungünstig. Wo ist die Musik hin eigentlich? Fällt mir gerade mal so ein. Ja, also. Dann mache ich nicht das, dann mache ich. Keine Ahnung. Investigate Hobbs Fall Cage. Kann man das machen? Kann ich überhaupt schnell reisen? Ding ist, ich habe ja natürlich auch wieder neue Mods drin, ne? Das ist ja klar gewesen. Bestimmt führen die dazu, weil vorher ist es ja auch nicht so oft abgestürzt. So, jetzt bitte nicht. Okay. Dann muss was anderes raus. Das ist so peinlich gerade, ne? Die ersten 8 Minuten wieder in Skyrim und direkt alles verkackt. Direkt alles am Abstürzen. Ich kann mir auch vorstellen, es liegt viel mit diesen Immersive Armors zusammen, weswegen ich gerade das hier deinstalliere. So. Da habe ich halt keine Immersive Armors, es tut mir dann leid. Muss ich dann irgendwann mal wieder vielleicht aktivieren. Ja, ich weiß, ich greife auf Objekte zu. Ist schon alles anders gewesen. Die Map. Können ja, eigentlich können wir in fast jedem Objekt, in fast jeder Sache, die wir sehen, den Unterschied hier zu da ausmachen. Ich meine, gucken wir uns die Quests an alleine. Enderal war nicht darauf ausgelegt, dass man viele Quests macht. Skyrim ist für mich darauf ausgelegt, dass es viele Quests gibt, die sich dann natürlich dementsprechend mehr ähneln. Aber halt wirklich die gesamte Bandbreite abdecken. Wirklich, so jetzt hoffe ich. Ja, das Spiel stürzt trotzdem ab. Geil. Ich kann nicht schnell reisen anscheinend. Super. Das ist fuckt gerade mega ab. Nee. Also,
Die Quests, also in Skyrim gibt es Quests A bis Z. Zu jedem Buchstaben etwas. So. In Enderal gab es Quests von A bis F. Die kleine Gruppe war sehr intensiv. Die Quests aus Enderal natürlich hundertfach besser. Kann man nichts anderes zu sagen. So. Ja. Ich laufe jetzt einfach und gucke, ob es dann abstürzt. Das war ja auch schon immer so ein Art Bugfix. Das ist schon mal so ein Unterschied gewesen, dass halt wirklich die... Ja, Skyrim ist viele Quests, die dafür einzeln nicht so gut sind, und Enderal war halt weniger Quests, vor allem nicht so tausend Dinger gleichzeitig, aber dafür waren die halt alle extrem gut. Okay. Die Kämpfe, wo wir jetzt gerade hier sind. Größtenteils waren die alle ähnlich. So vom Kampfverhalten, da hat sich nicht viel getan. Hier ist es halt, hier habe ich selbst gewählt und ist auch, es ist irgendwie so eine, ich weiß nicht, wie ich sie beschreiben kann, aber halt so eine andere Schwierigkeit, die Kämpfe. Es ist einfach, die Gegner brauchen einzeln sehr lange, bis sie sterben und machen halt sehr viel Schaden. Bei Enderal haben die irgendwie Schäden gemacht oder einen getötet, obwohl es gar nicht sein konnte, so. Das ist so irgendwie komisch gewesen. Ja, da haben wir noch einen großen Unterschied. Bei den Kämpfen. Ich habe übrigens auch das Gefühl, dass ich durch diesen eher kleinen Teil, den ich Enderal am gesamten Let's Play Skyrim gespielt habe, meinen größten Anteil, wirklich den Löwenanteil meiner Kampffertigkeiten gewonnen habe. Ich glaube, ich bin wirklich deutlich besser jetzt. Meine Kampffertigkeiten haben sich, glaube ich, deutlich gebessert in Enderal. Ja, was ist auch noch bestimmt ein ganz großer Unterschied? Die Begleiter. In Enderal hattest du Begleiter nur auf Mission. Kalia, Jesper. Das war es eigentlich. Hier habe ich Begleiter immer mit mir. Finde ich eigentlich schön, dass man immer welche hat. Das ist halt so ein kleines Squad, was sich dann halt irgendwann bildet. Und, das fand ich eigentlich immer schön. Das funktioniert aber nicht. Ja. Dieses Squad, das finde ich halt schöner, als dass man die Leute immer nur in Mission bei hatte. Klar hat das dazu geführt, dass man bei den Skyrim hat man einfach nur so eine Nähe aufgebaut, so eine räumliche Nähe. Und durch diese intensiven, aber kurzen Momente, wie so ein Espresso im Gegensatz zu Kaffee, hat sich halt so eine Beziehung aufgebaut. Die, würde ich sagen, hat man nicht so bei den Begleitern von Skyrim, die immer dauerhaft dabei sind. Dafür würde ich aber schon behaupten, dass die Begleiter von Skyrim zumindest etwas machen, im Gegensatz zu den von Enderal. Die Enderal-Begleiter waren mehr so Schein. Die kämpfen wirklich, die helfen mir wirklich dabei, wenn ich in dem Dungeon bin. Ladebildschirm, wir sind bei beiden gleich. Man kann hier nichts sagen. Das ist anscheinend da abstürzt. Ich habe das Gefühl gerade irgendwie, das hängt mit dem Tag zusammen. Ich laufe jetzt mal
um die herum. Und guck mal, wenn das eine bestimmte Helligkeit erreicht, ob das dann vielleicht einfach abstürzt, das Spiel. Übrigens auch hier der Himmel, so schön mit dieser Galaxie. Das ist ja 4K oder 8K Sterne irgendwie so. Mit dieser Galaxie. Das finde ich schon wunderschön. Aber anscheinend nicht, weil mittlerweile hätten wir die Zeitpunkt erreicht. Ja, dann haben wir den Punkt mit den Begleitern abgehakt. Stimmt, wo ich hier gerade zum Beispiel über diesen Bergkamm laufe. Auch ein riesiger Unterschied, die Map. Die Begehbarkeit der Map. Es ist offensichtlich, dass auch jetzt, wie ich es hier gerade merke, die Begehbarkeit von Skyrims Tamriel, Skyrims Himmelrand, tausendfach besser ist als die in Enderal. In Enderal, wenn da einfach noch ein Stein war, so ein kleiner, dann war nichts mehr möglich. Hier kein Problem, auch mal so einen Berg zu gehen. Finde ich tausendmal besser. Wie ja schon auch oft in Enderal selbst erwähnt, finde ich auch die Karte von außen sieht bei beiden gleich gut aus. Da würde ich jetzt nicht sagen, dass Enderal eine schönere Map hat als die von Skyrim. Klar, Enderal hat die Wüste. Das ist schon sehr einzigartig, muss man einfach mal so sagen. Was ist denn hier falsch gelaufen? Okay. Aber so von außerhalb sehen sie gleich gut aus. Nur die von Skyrim ist halt besser begehbar, würde ich sagen. Hier werde ich nicht ständig ein TCL anwenden müssen, nur weil ich nicht raus kann. Hier kann ja auch mal gleich dieses Ding wieder hochgehen. Die Dungeons. Es ist nicht schwer. Bei den Dungeons ist halt Enderal sowas von gut. Wirklich auf AAA-Niveau. Die Dungeons von denen, wow. Das ist halt auch so, das ist das, was ich vermutlich am meisten vermissen werde. Die Unterstadt. Immer wieder zu begehen, auch wenn es zu Ende von Enderal echt seltener wurde, was schade war, fand ich. Ich hatte gehofft, dass die mit der Ralata so noch einen richtigen zentralen Punkt bekommen. Und, ja. Nee, fand ich schön. Fand ich wirklich, also die Dungeons, wow. Einfach nur erstklassig. Was können wir noch sagen? Grafik. Stabilität. Grafik klären wir in der nächsten Folge. Es sind nämlich schon 18 Minuten. Ich mache einen Cut. Ich versuche das irgendwie zu machen. Weiß ich auch nicht wie. Bis dahin. Macht's gut.